Also, heute ist der 26. Oktober. Wir wollen heute eigentlich eine Tour von am Königssee mit 2000 Höhenmeter. Aber unser Auto hat andere Pläne gehabt. Wir haben in Freilassing eine Panne gehabt und 2 Stunden durchs Abschleppen und so verloren. Und jetzt fahren wir vom Freilassing weg eine Tour auf den Hügel. Das sind dann noch 600 Höhenmeter, bevor wir dann 3 bis 4 Stunden im Zug heimfahren müssen. Naja, machen wir das Beste draus. Das tägliche Kugeln muss sein. So schön. Also die Abkürzung kann man nicht fahren. Also das ist die Auffahrt zur Neubichler Alm. Das war jetzt ein kurzes Stück immer ganz schön steil. Aber jetzt lasst uns wieder Skifahren. Also jetzt sind wir auf den letzten Höhenmeter zum Hügel und dann geht es nochmal ein paar Teilsteine rauf. Hab gar keine Luft. Jetzt sind wir auf dem Hügel mit 827 Meter Höhe, allerdings jetzt keine berauschende Aussicht. Aber wir haben oben. Yay! Also das war jetzt ein richtig geiler Downhill. Hat richtig Spaß gemacht. Hätte man nach dem, dass der Auffahrt mit den gut ausgebauten Forstwege, hätte ich das nicht erwartet. Nächste Station. Landau.